Hallo YouTube und willkommen zu einer neuen Folge Faultiers 5. Ihr wisst schon, sogar 5 Minuten, in denen ich das nerdige, geekige Zeug der letzten Woche zusammentrage. Fangen wir an! Nach den USA sind jetzt auch bei uns in Europa keine OnePlus 5T Smartphones mehr direkt bei OnePlus bestellbar. Und dafür gibt's einen dicken, fetten Daumen rauf. Bedeutet natürlich, dass OnePlus 6 mit Notch steht kurz bevor. Natürlich jetzt, man weiß es nicht direkt, aber in den nächsten Wochen wird da bestimmt was vorgestellt werden. Was ich aber meine ist, dickes Lob an dieser Stelle an OnePlus, die jetzt einfach sagen, so Leute, das war's, ihr könnt jetzt keine mehr bei uns bestellen. Und ein deutlicher Hinweis, nicht, dass einer dann in einigen Wochen traurig ist, so nach dem Motto, er hat noch zum vollen Preis bei OnePlus ein 5T gekauft und auf einmal, zack, einen Tag später sind die 6er da und man ärgert sich ja dann doch ein bisschen, weil dann denken viele, na, die 1, 2, 3, 4, 5 Wochen hätte ich vielleicht dann auch noch abwarten können. Also, keine 5Ts mehr direkt bei OnePlus. Facebook hat es geschafft, auch diese Woche in den Nachrichten zu bleiben. Und damit meine ich jetzt nicht den Auftritt von Mark Zuckerberg im amerikanischen Kongress, wo er sich wieder hingestellt hat und gesagt, es ist seine Schuld, wir geloben Besserung. Und naja, das hat er schon öfter gemacht. Und ich bin mal sehr gespannt, ob diesmal der Druck groß genug ist und was da letztendlich an Änderungen kommen wird. Nein, ich meine die Meldung, Facebook kassiert ein Urteil gegen Zensur oder sowas in der Art. Das wurde ja ein bisschen aufgebauscht und da war auch wieder viel Zeug, wo ich mir dachte, nein, nein, nein. Ich meine, es war das Landgericht Berlin, das eine einstweilige Verfügung gegen Facebook erlassen hat, wo Facebook dazu verdonnert wurde, einen gelöschten Kommentar wiederherzustellen und den User, der diesen Kommentar geschrieben hatte, der wurde von Facebook für 30 Tage gesperrt, diese Sperrung wieder aufzuheben. Nummer 1, eine einstweilige Verfügung ist noch kein Urteil, wie jetzt überall geschrien wird und was nicht alles. Nein, das ist ja nur, damit drohender Schaden oder ein bestehender Nachteil erstmal aus der Welt geschafft wird. So, Nummer 2, es wird geschrieben, das war unbegründet, Facebook konnte sich nicht äußern und was nicht alles. Ja, die Dinger sind, ich glaube, zu 99, irgendwas Prozent immer unbegründet. Das ist also noch überhaupt kein vernünftiges, rechtskräftiges Urteil und was nicht alles. Facebook kann da natürlich gegen vorgehen. Das, was mich an der Sache aber viel mehr beschäftigt ist als die ganzen Clickbait-Titel und was es da nicht alles draußen gibt, ist die Tatsache, dass da was von Zensur geschrien wurde und sowas. Und freie Meinungsäußerung. Das sind zwei komplette Paar Schuhe. Das, was man bei Facebook postet und das, was eigentlich unter freier Meinungsäußerung und dass man deswegen nicht verfolgt wird, darum geht es ja. Und das, was bei Facebook ist oder sei es bei YouTube oder sowas, ich meine ganz ehrlich, man muss sich darüber im Klaren sein, das sind deren Sandkästen. Und wenn ihr da nicht nach deren Regeln spielt, dann haben die die Möglichkeit, euch vor die Tür oder aus dem Sandkasten rauszuschmeißen. Das sind deren Regeln da. Natürlich kann man sich darüber unterhalten, wie weit diese sozialen Netzwerke, ob Facebook nicht inzwischen so groß ist, dass es reguliert und verstaatlicht oder was auch immer werden sollte. Aber bei dieser Sache gerade geschieht viel Schindluder. Und es ist auch so, Facebook hat jetzt die 30-Tage-Sperre gegen den Nutzer aufgehoben, haben aber gesagt, Moment, wir haben das geprüft, Nummer 1, wir können einen gelöschten Kommentar nicht wiederherstellen. Und Nummer 2, nö, dieser Kommentar verstößt gegen unsere Richtlinien und deswegen haben wir den gelöscht und wir sehen das nach wie vor so. Und jetzt ist halt die Frage, ne, wie weit da noch was kommen wird. Finde ich auf jeden Fall eine sehr interessante Sache, wie darüber berichtet wird. Regt hier und da wieder ein bisschen auf. Haha, Sega hat die Sega Mini Drive vorgestellt. Also ähnlich wie Nintendo mit den Nintendo NES und Super NES Minis, hüpft jetzt auch Sega auf den Zug auf. Sie haben aber gleichzeitig noch nichts zum Preis gesagt oder wie viele Spiele. Im Endeffekt ist das gleiche in grün, ne? Einfach nochmal die Sega-Spiele. Aber, was ich auch schön fand, sie haben noch eine Meldung rausgehauen, zeitgleich oder parallel dazu, dass sie, ich glaube, 15 Spiele dann auch im Laufe des Jahres für die Nintendo Switch rausbringen wollen. Und das finde ich mal so richtig schön. Sega-Spiele auf einer Nintendo-Konsole. Ha, toll. Und ja, dem einen oder anderen ist es aufgefallen. Da hinten steht immer noch der Rechner, den ich zu Weihnachten zusammengekauft habe. Das war mal so mein Plan, ne? So ein neuer Gaming-Rechner zum Preis eines iPhone 10. Gut, beide sinken jetzt mit und mit dem Preis, deswegen geht das immer noch in Ordnung. Aber oben ist ein AMD-Chip und was ist, AMD bringt jetzt nächste Woche am 19. April die zweite Generation raus. Sehr schön ist, sie behalten den Sockel bei, also AM4 sind wir ja da, glaube ich. Könnte man also zur Not, wenn man da jetzt schon Handlungsbedarf sieht, tauschen, wobei ich da jetzt auch sehr gespannt bin und AMD nach wie vor die Däumchen drücke und nach wie vor auch AMD-Supporter bin und mich sehr darüber freue, dass Intel da
nach wie vor Konkurrenz hat. Die Gerüchte haben sich bewahrheitet. Xiaomi hat jetzt sein Gaming-Smartphone vorgestellt. Knappe 6 Zoll, Snapdragon 845, ne, ich glaube ein 4000er Akku und soll halt Richtung, wie bei Razer, als Gaming-Smartphone verkauft werden. Gibt auch noch so einen Controller-Aufsatz dazu. Und Preise sind, glaube ich, noch nicht vernünftige bekannt. Und ob das die Kiste jemals bei uns rauskommen wird, ich sehe das ein bisschen skeptisch, weil, soweit ich weiß, ist da auch kein Band 20 an Bord. Und ob da eine Global-Version kommt, naja. Und ganz ehrlich, ja, sowas mag ja vielleicht ganz schön sein und Zocken auf dem Smartphone hat bestimmt seine Nische. Ich persönlich sehe das immer noch ein bisschen skeptisch, weil die ganzen Android-Apps-Anbieter natürlich gucken, dass sie in der breiten Masse von Smartphones ihre Geld verdienen. Und naja, was nützen ihnen so ein paar Geräte mit ein paar Marktanteil, die dann halt richtig schön, vielleicht knackig aussehen? Ich sehe das Ganze skeptisch, freue mich aber, dass neben dem Razer Phone anscheinend jetzt das zweite Gaming-Smartphone, also richtiges Gaming-Smartphone oder zumindest ein Gerät, was den Anspruch erhebt, ein Gaming-Smartphone zu sein, auf den Markt kommt. Vielleicht habe ich da ja auch Unrecht und das hat riesiges Potenzial, aber ich sehe das noch nicht so. Eine Serie der Woche gibt es auch noch. Und wie könnte es anders sein? Auf Netflix geht es mit Haus des Geldes weiter. So, der zweite Teil wurde jetzt veröffentlicht. Ich glaube, das waren jetzt nochmal 9 Episoden. Und auch wenn die sich hier und da ein bisschen zogen, also die ersten waren wieder gut, dann hat das Ganze wieder einen Hänger und so die letzten 4, 5. Es war eine emotionale Achterbahn. Ich habe es natürlich wieder an 2 Tagen hintereinander weggeguckt und ich kann die Serie nach wie vor jedem nur empfehlen. Aber jetzt gerade beim zweiten Teil, so in der Mitte, bleibt dran. Also zum Finale, das zieht nochmal merklich an. Und ich werde nichts verraten, auch nicht über Möglichkeiten spekulieren, ob man da irgendwie noch was weiterspinnen könnte, ob es da noch was zu gibt. Aber ich war wirklich fertig danach, aber auch, naja, schnüff, aber auch glücklich. Ein altes QWERTY gibt es auch endlich mal wieder, habe ich ein T-Shirt aus dem Schrank gepackt und weil die Temperaturen so sommerlich werden, naja, musste es was Rotes sein und das Star Wars Walker T-Shirt Apokalypse musste mal wieder now her. So, das soll es gewesen sein mit VTS 5, Folge 335. Ist vorbei, euch allen schönen Start in die Woche, macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss! Facebook hat es auch Facebook hat es auch geschafft, diese